Hallo, hier ist Marita und heute möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar geht es um Dagi, eine ältere Islandstute. Dagi hat mehrere Reiter und sie geht wirklich ungern allein von der Herde weg. Also man hat Schwierigkeiten, sie aus der Herde wegzuführen alleine. Verschiedene Reiter verwenden da verschiedene Tricks, mit Locken, mit Karotte oder manche lassen sie im Kreis gehen, bis sie dann schließlich doch vorwärts geht. Ich vermute, dass manche auch die Gerte einsetzen. Und ich beschäftige mich noch nicht lange mit Dagi und habe mir einfach überlegt, dass ich mich da etwas absetzen möchte und dass ich ihr vermitteln möchte, dass ich das nachvollziehen kann, dass sie nicht so gerne allein von der Herde weggeht und dass ich ihr auch zeigen möchte, dass ich sie nicht zwingen werde. Und was die Filme, die ich dann zeige, die habe ich gefilmt das dritte Mal, als ich mich mit ihr beschäftigt habe. Und zwar mache ich so, dass ich sie aufhalftere auf der Koppel und dann einfach mit ihr hin und her gehe, so ein bisschen schaue, wo sie hingehen will und gar nicht versuche, in diese Situation zu kommen, wo wir so einen Willenskonflikt haben. Und nach ein paar Minuten nehme ich das Halfter wieder ab, lobe sie ganz kräftig. Und an dem Tag, an dem ich jetzt gefilmt habe, habe ich dann aus so einer spontanen Idee, weil auch das Wetter schön war, sie abgehalftert und mich einfach neben sie gesetzt. Und interessanterweise ist sie praktisch augenblicklich eingedöst, also sie ist bei mir stehen geblieben und ist eingedöst. Und ein paar Minuten später sehe ich dann, dass sie scharrt auf dem Boden und dann legt sie sich tatsächlich neben mir hin. Also sie war vielleicht 2 Meter entfernt und ist noch tiefer eingeschlafen. Ja, ich finde das ziemlich erstaunlich, weil ich das wirklich als einen Vertrauensbeweis ansehe und auch sehe, dass diese Nachricht, die ich ihr geben wollte, dass ich also keinen Zwang ausüben werde, dass die wirklich bei ihr angekommen ist und ihre Antwort darauf ist eine sehr tiefe Entspannung in meiner Nähe, obwohl sie mich nicht, wie gesagt, nicht so besonders gut kennt. Ja, ich hoffe, das war interessant für dich. Ich freue mich über einen Daumen hoch und auch über ein Abonnement von meinem Kanal Pferde verstehen und dann bis zum nächsten Mal.